ESTV, Videos aus der Region. Ganz herzlich willkommen hier bei ESTV. Mein Name ist Raphael Treit und das ist meine Green Kitchen. Zusammen mit einem Prominenten kochen wir heute und da ist er auch schon, Salvatore Marazzo. Hi, grüß dich. Schön, dass ich da sein darf. Ja, toll, dass du gekommen bist. Du weißt, bei den Italienern, wenn man eingeladen wird nach Hause, hat man früher entweder Zucker oder Kaffee gebracht, weil es ein sehr teures Produkt damals war. Und die Italiener ja sehr gern Espresso trinken. Ja. Deswegen, danke, dass ich da sein darf. Ganz herzlichen Dank. Bio auch noch und fair gehandelt, sehe ich. Also klasse. Ja. Jetzt habe ich in meiner Kaffeemaschine natürlich nicht die Bohnen drin, aber... Lass uns einen kleinen Espresso, oder? Kaffee. Also, ich probiere es mal. Ja, gerne. Jetzt bin ich in dieser schwierigen Lage und mache einem echten Italiener quasi Kaffee. Das ist natürlich was ganz Besonderes. Also, dein Equipment ist fantastisch. So was hast du auch, ne? Ja, du, wir haben dieselbe Maschine. Wobei, du hast ja im Cosmopolita hast du, glaube ich, die von deinem Vater. Die, ne? Vom Papa, ja. Baujahr 74. Wow. Bisschen bitter. Du kriegst hin. Wir sind ja auch nicht deine Bohnen, ne? Ja, der schmeckt jetzt nach. Ich muss aber sagen, trotzdem vom Geschmack her, hinten, dann ist es super. Bisschen loben. Nicht immer draufhauen. Das ist geil. Ja. Du kriegst es hin. Ja, du kriegst hin. Netter Versuch. So, lass uns loslegen. Schauen wir mal. Wir gehen ein bisschen in die französisch-deutsche Ecke. Also ich sage jetzt bewusst nicht, wir machen Crêpe. Ich sage einfach Pfannkuchen-Crêpe. Das kommt ein bisschen auf die Konsistenz an. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie man das sozusagen ohne Eier und ohne Milch macht? Ja. Was will er? Ich sehe jetzt die Produkte, bin nicht drauf gekommen. Ich sehe jetzt einen Soja-Drink. Das wird wahrscheinlich pflanzliche Soja, Milch sein oder so. Dinkelmehl habe ich vorher abgewogen. Ich habe natürlich schon, so wie man das macht, ein bisschen was vorbereitet. Ne? Dann ist der Trick dabei, pass auf, ein Apfel. Und dann machst du ein Päckchen Backpulver da rein. Also das ist natürlich das Treibmittel bei dem hier. Mhm. Es fehlen ja im klassischen Sinne jetzt hier sozusagen die Eier. Dann kommt hier Backpulver rein und dann noch ein bisschen Bourbon-Vanille. Also ich vermute mal, dass der Trick hierbei schon auch dieses Apfelpektin und mit Sicherheit auch noch der Essig ist. Das bindet und dann, Es kommt noch Essig dazu. Guck mal, den habe ich sogar hier aus Esslingen. Und das mache ich jetzt einfach so frei Schnauze. Also es gibt überhaupt keine, es gibt natürlich Mengenangaben. Ich habe am Anfang, allen Ernstes, ich habe lange probiert und verschiedene Rezepte auch, ohne Ei und ohne Milch. Und habe wirklich immer gedacht, das gelingt wahrscheinlich nie so richtig. Also die Kombination super. Die Kombi habe ich jetzt wirklich schon mehrere Monate im Einsatz und muss sagen, also du schmeckst es eigentlich nicht, den Unterschied. Und vor allem, sie gelingen auch. Als Füllung habe ich jetzt vom Esslinger Wochenmarkt ein bisschen Kräuter natürlich, aber vor allem auch hier... Oh, Mischpilze. Genau, Mischpilze. Die werden hier in Bergheim oben selbst gezüchtet. Okay. Ja. Machst du viel mit Pilzen? Ja, wir arbeiten viel saisonal, ist klar. Und ich liebe den Steinpilz, wer nicht? Ja. Aber als Alternative, wenn die Saison keine Pilze hergibt, arbeiten wir viel mit Kräuterseitlinge, Austernpilze. Schon lustig, dass ich jetzt hier neben dir stehe. Ich komme ja schon so ein bisschen, also ich geniere mich fast, hier, mit dir hier zu stehen. Alles gut. Wir haben ja schon zusammen bei dir gekocht und du hast auch wirklich schon tolle Dinge kreiert. Also insofern haben wir ja schon gemeinsam so ein bisschen eine Kochvergangenheit, wobei du immer der warst, der gekocht hat. Ich würde die Pfanne jetzt ein bisschen auf Vollgas machen. Ja, ne? Kann man machen. Sehe ich auch so, ja. So. So. Aber jetzt muss man natürlich ein bisschen aufpassen, ne? Und du machst es natürlich, du schwenkst jetzt, ne? Ja, ich würde jetzt so hergehen und jetzt... Ja, ja. Ah, guck mal. Dann geht gleich alles drunter. So, dann weg. Und dann noch mal kurz durchschwenken. Guck mal, deswegen ist Salvatore hier, weil der kann's. Dann nochmal und dann müsste es passen. Klasse. So. Wie du ja weißt, ich komme aus dem Nassachtal.
ja. Und habe vor 25 Jahren Esslingen kennengelernt. Vor 25 Jahren ja, erst? Okay. Und habe mich in Esslingen verliebt. Möchtest du ganz fein gehackt oder grob gehackt? Du, mach das mal so, wie würdest du es machen? Ich mag es grob. Jetzt machen wir Wein dazu. Die Menge wäre zu viel. Guck mal, und jetzt gebe ich ganz gern noch die Kokosmilch dazu. Mhm. Die ist natürlich jetzt im Winter so ein bisschen grober, weil sie einfach noch durch die Temperatur ist ja noch nicht flüssig. Im Sommer hast du die ja total flüssig im Schrank stehen. Ne? Und ich mache relativ viel mit Kokosmilch. Ich würde jetzt schon mit Pfeffer ran. Wollte ich gerade machen. Ja? Also, super. Perfekt, siehst du? Du bist der perfekte Koch. Nein, aber darf ich dich bitten, machst du mal die Menge, die du brauchst. So. Teig ist ja schon vorbereitet. Schöpfer. Schöpfer ist da. Der erste ist immer der Tester. Ja. Ja. Der Tester. Ja. Den kriegt der Kameramann. Da siehst du, der arme Jochen, der schade, steht. Schade, dass man im Fernsehen noch nicht riechen kann. Mhm, das stimmt. Oder auch probieren. Ja. Ne? Wunderschöner Duft. Das Masala ist ja. Super. Das Garam kommt, Masala. Ja, das kommt super raus. Mhm. Oh, ich riech die Petersilie, ich riech die Pilze, ich riech die Kokosnuss. Also, wow, macht richtig Spaß. Schön. Und das einem Salvatore Marazzo zu entlocken, ist schon was Besonderes. Ich liebe es. Also ganz leicht. Schön. Das nenne ich immer Soundkochen. So, genau, perfekt. Jetzt schauen wir mal, ob es gleich gelingt. Also das ist natürlich hier gerade ohne Ei und ohne Milch wirklich so ein kleines Experiment für manche. Ne? Dreh runter, geh auf die Hälfte. Genau, dass es nicht ganz so heiß ist. Ne? Geh auf die Hälfte, weil der backt zu schnell. Aber wir haben ja gesagt, der erste ist für den Kameramann. Der erste ist für den Kameramann. Das ist ein Wir machen jetzt was Besonderes. Das ist sicher jetzt auch vielleicht für den einen oder anderen, der fragt sich dann ja, warum, wenn er hier schon reine Pflanzenküche macht, warum braucht er dann einen Käseersatz? Also, das ist natürlich kein Käse, sieht aber so aus wie Käse, schmilzt auch so wie Käse, ist aber aus Weizenprotein. Also da ist Kokos drin und Weizenprotein. Hol mal einen schönen Teller her. So. Und dann noch ein bisschen umrühren. Das kann man ein bisschen rühren noch, gerade auch mit dem Gewürz. Und dann ich würde hier auch ein bisschen hochgehen, damit die Soße ein bisschen reduziert. Ja, das stimmt. Gerne noch ein bisschen einfalten hier an der Seite. Oder so. Ja, vollkommen okay. So, perfekt. Perfekt. Also für mich, für meinen Geschmack, Mittagessen zu Hause, ein paar Kräuter drüber, hätte man jetzt auch gut noch in die Mitte machen können. Nee, lieber drüber. Ja? Mach drüber. Einfach drüber, hinterher so ein bisschen. Bisschen mehr Amore. So. So viel Amore. Geschnitten von Salvatore Marazzo persönlich. Grob geschnitten und ich würde hier auch wieder Pfeffer verwenden. So. So. Jetzt muss der Kameramann leider aufhören zu filmen, weil jetzt ist sein Pfannkuchencrepe fertig. Wie würdest du sagen? Guten Appetit auf Italienisch. Buon appetito. Buon appetito. So, der ist schon mal fertig. Genau. Also ich habe Orangen filetiert. Und das ist natürlich eine schöne Sache, ne? Einfach Orangen schön schneiden. Ein bisschen Orangensaft dazu noch. Und jetzt mal die Frage an dich. Hättest du gedacht, dass die so gelingen? Nein. Mit den Zutaten? Ich hätte eher gedacht, dass es eine festere Konsistenz ist. Aber die Konsistenz ist wirklich so crepe-like, ne? Ja, super, super, das merkst du ja. Super. Ja. Ich spiele ein paar Mandeln. Ein paar Mandeln. Und die so ein bisschen hacken, genau. Die müssen auch überhaupt nicht nur fein sein, ne? Nur so ein ganz bisschen. Komm, die schmeißen wir schon mal rein. Und dann gleich ein bisschen Zucker dazu. Was natürlich wirklich toll ist, wenn du dann so eine Schokoladencreme einfach drauf streichst und dann zerfließen lässt. Oh, das geht ja pur, ne? Da brauchst du nichts dazu. Also Schokoladencreme auch ein bisschen in einem Wasserbad, dass es ganz flüssig wird, oder eine warme Stelle. Oder du machst es halt auf der zweiten Seite, wenn du gewendet hast, dann einfach drauf streichen. Braucht länger. Ja, braucht länger. Muss man echt aufpassen, weil sonst wird es eine große... Machst du es direkt dann auf die Pfannkuchen?
Genau, weil sonst wird es ja eine feste Masse. Genau, ne? Sonst hätte man die hacken müssen. Das gleich. Feste Masse kannst du auch machen. Dann kannst du wieder hacken. Dann kannst du wieder hacken. Auch gut. Ja, wie, wie ein ähnlicher türkischer Honig. Ja, stimmt. Ja. Dunkle Seite würde ich außen lassen. Würde ich auch machen. Optisch schöner. Genau, schau mal. Aha. Herrlich, oder? Jetzt gleich schön verteilen, bevor es fest wird. Oder lass es in der Mitte. Gern. Wow. So. Dann guck mal. Die Orangen dazugeben. Herrlich. So. Wow. Und wer es noch ein bisschen exotischer mag, kann man noch ein bisschen Granatapfel drauf machen, oder? Granatapfel? Mhm. Granatapfelstücke, die einfach noch drauf. Ist ja jetzt nicht mehr heiß unten drunter, das heißt, das ist jetzt eigentlich. Es gibt auch einen Granatapfelsirup. Ja, stimmt. Aber auch was ganz Tolles. Hat so ein bisschen bitteren Nachgeschmack, ja, ne? Ja, aber genau. Auch was, wäre gut im Kontrast mit Orange. So, und jetzt haben wir hier tatsächlich den zweiten. Und den kann man natürlich auch so servieren, ne? Perfekt, das kannst du auch umdrehen, dass die Falte dann unten ist. Ach, du drehst ihn jetzt um? Nein, ich wollte ihn runterschieben. Ah ja. So. Wow, guck mal. Schön. Also, das ist einmal die salzige, einmal die süße Variante. Ehrliche Frage, ist dir sowas zu simpel? Nein. Es ist ja wirklich nicht schwer, ne? Ich bin ein Mensch, der simple oder einfache Küche mag. Ja. Ja, ich bin Fan davon. Mhm. Ja, und es hat mich jetzt inspiriert. Ich werde es probieren in der Küche und werde es vielleicht auch anbieten. Ehrlich? Ja. Ach was. Ehrlich, oder? Ja, perfekt. Guck mal, wenn wir. Süßer. So. Dann machen wir die noch davor. Das ist natürlich bei dir, ne, als wirklicher Küchenspezialist, ist natürlich was Besonderes, ne? Das ist auch nur zu dekorieren. Ein bisschen über Orangen. Ja. So. So. Toll. So. Ja, dann kann ich nur sagen, ganz, ganz herzlichen Dank. Danke, dass ich da sein durfte. Es war wieder fantastisch mit dir. Grazie. Vielen Dank. Grazie, mille grazie. Und euch zu Hause viel Spaß beim Nachmachen. Wir haben natürlich das Rezept auch noch irgendwie in den Kommentaren unten für euch verankert. Macht's gut, guten Appetit. Ciao. Super. ESTV, Videos aus der Region.